Legenden Arceus hat einige neue Pokémon ins Spiel reingebracht. Und heute möchte ich mit euch schauen, welche dieser Pokémon wirklich krass werden, wenn man aufs kompetitive Meta schaut. Denn natürlich, Legenden Arceus hat kein kompetitives Meta, aber wir können davon ausgehen, dass diese Pokémon irgendwann kompetitiv gespielt werden können. Und deshalb können wir uns schon mal die Fähigkeiten und die Stats anschauen, denn es gibt tatsächlich Fähigkeiten, die diese Pokémon haben, auch wenn es in Legenden Arceus keine Fähigkeiten gibt, weiß man die jetzt schon. Und auch zum Beispiel die ein oder andere Signature-Attacke. Also würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los, und zwar mit Ursaluna. Wahrscheinlich eines der besten neuen Pokémon. Ursaluna ist die Weiterentwicklung von Ursaring und hat die Boden-Normaltypen-Kombination. By the way, wird man Ursaring dann wahrscheinlich auch mit Evolit spielen können, was auch schon ziemlich krass ist. Aber Ursaluna hat nicht nur eine ziemlich nice Typenkombination. Ich meine, schaut euch Gribbet an, der böllert mit Boden und Normal auch ganz gut rein. Wenn man ganz gute Coverage-Attacken hat, ist das nicht schlecht, aber der ist halt relativ langsam. Das Problem hat aber Ursaluna tatsächlich auch. Der ist jetzt auch nicht super schnell, hat gerade mal 50 Base-Initiative, naja. Dafür aber 140 Base-Attack, das ist krass. Und einen richtig guten Bulk, 130 Base-KP, 105 Base-Verteidigung und noch eine solide 80er Spezialverteidigungsbase. Also damit kann man schon mal sehr viel von gegnerischen Pokémon tanken. Also das nimmt man auf jeden Fall mit. Und noch dazu kommen drei gute Fähigkeiten. Und zwar Adrenalin, Kugelsicher und Anspannung. Anspannung ist die versteckte Fähigkeit und wahrscheinlich noch die schlechteste Fähigkeit. Damit unterdrückt man halt, dass der Gegner irgendwie Bären einsetzen kann. Aber Kugelsicher ist stark, weil man dann in sowas wie Fokusstoß problemlos reinwechseln kann, weil man das immunisiert, dadurch, dass Kugelattacken eben komplett blockiert werden, wenn man die Fähigkeit hat. Oder Adrenalin. Das heißt, wenn man da eine Statusveränderung hat, böllert man richtig krass rein, weil man 50% mehr Schaden mit den physischen Attacken macht und huiuiui, bei diesem krassen physischen Angriff, was wechselt da rein in so eine Step-Fassade, die ja bei 140 Base ist, dadurch, dass man dann eben noch eine Statusveränderung hat, durch einen Toxic Orb oder Heiß Orb. Und Ursaluna hat auch schon in Legenden Arceus einen ganz guten Move-Pool. Der hat die Elementarschläge, der hat sowas wie Knuddler für Kampf-Pokémon, was ganz nice ist und so weiter und so fort. Natürlich Boden- und Normal-Steps. Und man muss dazu sagen, dass der aktuelle Move-Pool nicht das widerspiegeln wird, was es später haben wird. Denn Legenden Arceus hat einfach einen sehr beschränkten Move-Pool, wenn man auf alle Pokémon schaut. Aber in den kommenden Spielen durch Move-Tutoren und so weiter und so fort, da wird Ursaluna wahrscheinlich noch krasser werden. Ich meine, Ursaluna hat jetzt auch noch eine eigene Signature-Attacke, und zwar ist das die Attacke Schmetterramme. Wobei diese Attacke auch Chelterra tatsächlich besitzt in Legenden Arceus. Und das ist eine 100er Base-Boden-Attacke mit einer 100%igen Genauigkeit, die dem Gegner Schaden zufügt und die Verteidigung des Anwenders sinkt. Bedeutet, es ist ja eigentlich ein schlechteres Erdbeben. Eigentlich will man das ja gar nicht spielen. Aber man kann davon ausgehen, dass die Attacke in den kommenden Spielen stärker wird, weil man muss sagen, durch das Kampfsystem in Legenden Arceus sind einige Attacken generell ein bisschen genervt worden. Also kann sein, dass die Attacke irgendwie eine Base von 110 oder 120 haben wird, und dann wiederum ist es eine sehr, sehr starke Step-Attacke, die man auch neben Erdbeben spielen kann. Weiter geht's mit Damitier. Dieses Pokémon ist leider nicht so spektakulär. Ich meine, die Weiterentwicklung von Damiplex ist auf jeden Fall stärker als Damiplex, klar. Normal Psycho ist auch eine solide Typenkombination, hat halt weiterhin Bedroher, Schnüffler und Vegetarier als Fähigkeiten, also jetzt nichts super krasses, und auch die Stats sind jetzt halt nicht super krass. Also wir haben halt 105 in der Offensive, also sowohl in der physischen als auch in der speziellen, das ist halt ganz cool, weil beide Offensivwerte gleich gut sind und man sowohl physisch als auch speziell spielen kann und der da auch ein paar Attacken für beide Seiten hat, und auch die Defensive ist ganz okay, es ist halt nur relativ langsam mit Base 65, also offensiv wird es jetzt nicht super krass sein und defensiv halt auch nicht. Also damit hier tatsächlich wahrscheinlich das schwächste der neuen Pokémon oder einer der schwächeren, hat aber auch noch eine Signature-Attacke bekommen, und zwar den Barrierenstoß. Und diese Attacke fügt dem Gegner Schaden zu und erhöht die eigene Defensivkraft. Gut, in Legenden Arceus ist Defensivkraft natürlich was anderes. Wir wissen also nicht, ob später dann die Spezialverteidigung oder die physische Verteidigung boostet oder beides. Aber wenn es eins davon schon mal macht, ist das eine ganz coole Attacke. 70er Base, eine physische Psycho-Attacke, ist schon mal solide. Also, ja,
gute Signature-Attacke, aber leider wird Damitier wahrscheinlich nicht so krass. Mit dem Käfergesteins-Pokémon Axantor haben wir wiederum ein sehr interessantes Pokémon. Denn natürlich haben wir Scherox und Scherox ist besser allein durch die krasse Typenkombination, aber offensiv gesehen ist Axantor ziemlich wild. Hat erstmal 135 Base-Attack, kann man schon mal gut mitarbeiten, 85 Base-Speed, also schneller als Scherox, das ist auch sehr, sehr praktisch, hat solide Defensivwerte, keine super krassen, aber vor allem eine sehr, sehr coole Signature-Attacke, und zwar Felsaxt. Diese Attacke hat in Legenden Arceus eine Base-Stärke von 65, ist eine Gesteinsattacke logischerweise, und eine Genauigkeit von 90%. Was daran krass ist, man hat eine erhöhte Volltrefferchance und gleichzeitig legt diese Attacke die Tarnsteine aus. Es gibt sonst keine offensive Attacke, die Tarnsteine auslegt, außer die Giga-Dynamax-Attacke von Patina Raja. Und deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Attacke, weil wir sowas eben noch nicht im Spiel haben. Und wenn wir das später im Kompetitiven nutzen können, doch, das wird wild, weil so eine Felsaxt, die böllert rein, kann auch mal einen Crit vielleicht bekommen, wenn das übernommen wird, plus die Tarnsteine, huiuiui. Dann hat es auch noch die Fähigkeit Ruhe Gewalt, womit man ja generell mehr Schaden auf Angriffe machen kann. Gut, bei Felsaxt wäre es jetzt nicht so cool, weil man ja die Tarnsteine ganz gerne trotzdem noch legen möchte, aber man hat natürlich einen okayen Movepool auf Axantor, aber auf den Movepool an sich will man jetzt aktuell noch nicht so groß eingehen, beziehungsweise kann man jetzt noch nicht so groß eingehen, weil da wird sich noch einiges ändern. Ja, man hat Käferattacken, man hat Gesteinsattacken. Coverage hat man jetzt aber trotzdem nicht so eine krasse, zumindest aktuell wird sich vielleicht ändern. Ich meine, solange man sowas wie Kehrtwende bekommt, hat man schon mal einen sehr, sehr guten Step, mit dem man gut arbeiten kann. Also ich kann mir Axantor auch sehr gut als Wahlscheinnutzer vorstellen, weil der ganz gut reinböllert und dann auch mit den 85 Base Speed auf einen soliden Init-Wert kommt. Aber natürlich auch ein standardmäßiger Schwertern-Setupper, da sehe ich Axantor auf jeden Fall. Das Wassergeist-Pokémon Salmagnes könnte eigentlich ziemlich krass sein, weil es ja sowas wie Anpassung als Fähigkeit hat. Also da hat es einfach die Fähigkeiten von der Vorentwicklung übernommen und das ist ziemlich stark, muss man einfach mal so sagen. Die Werte sind auch grundsolide, hat halt einen soliden Bulk mit 120 Base KP, also es gibt halt die männliche Form und die weibliche Form und die unterscheiden sich so ein bisschen in der Offensive und auch so ein bisschen in der Defensive, was den Angriffs- und den Spezialangriffswert angeht. Aber die Sache ist, aktuell hat dieses Pokémon einen richtig schlechten Movepool. Also, der hat halt keine physische Geisterattacke zum Beispiel. Stellt euch den vor mit Poltergeist aber später im Spiel, mit Anpassung. Huiuiui. Ja, da findet man einen Switch in rein. Weil der hat jetzt nicht den krassesten Angriffswert, aber mit Anpassung wird er ziemlich broken. Also 112 hat die männliche Form und das wäre dann schon ganz gut, würde ich sagen. Und Wassergeist ist generell eine gute Typenkombination. Also offensiv gesehen böllert der schon ganz gut rein. Man muss aber sagen, dass die Signature-Attacke jetzt nicht so cool ist. Der heißt Wellentackle und hat gerade mal eine 75er Base-Stärke und fügt einem selber 33% Rückstoß zu. Also, ja, natürlich wird es wahrscheinlich stärker sein im Spiel später, aber wie viel bringt einem das? Also zumindest gibt es noch die zusätzliche Beschreibung in Legenden Arceus, dass man danach wieder schneller zum Zug kommen wird. Ob es dann auch im späteren Spiel die Init boosten wird, weiß man nicht. Wenn es das macht, wäre das krass, Init Boosts. Pui, das würde dem Pokémon auf jeden Fall ganz gut tun, weil der ist halt nicht so schnell wie seine Vorentwicklung. Der hat gerade mal 78 Base Speed. Und dann wäre Wellentackle wiederum eine nice Sache, aber der Rückschuss ist halt trotzdem ein bisschen nervig. Also Salmagnes ist wirklich ein Pokémon, bei dem ich noch nicht so viel Potenzial sehe, aber es kann sehr viel entfalten, wenn da der Movepool richtig ist. Bei anderen Pokémon kann man einfach sagen, wenn die so jetzt ins neue Spiel übernommen werden, dann werden die wahrscheinlich einfach richtig krass werden. Oder einfach gut. Aber Salmagnes ist vielleicht eine kleine Enttäuschung. Eine Enttäuschung, was das Design angeht, ist Sneebos auch, zumindest für einige, das Gift-Kampf-Pokémon, aber ein sehr, sehr gutes Gift-Kampf-Pokémon. Denn wir haben ja Toxicroak schon, aber Sneebos ist halt einfach Toxicroak in schnell und besser generell, weil der hat 120 Base in it, leider ein bisschen langsamer als Nibuna, ist noch okay, bisschen schade, aber trotzdem kann man damit gut arbeiten. 130 Base Attack, hat dann auch noch Giftgriff als Fähigkeit. Und mit dieser versteckten Fähigkeit hat man auf jeden Fall doch was ganz Gutes. Step, Nahkampf, Gift-Heap. Und was man sagen muss, dieses Pokémon kann man echt gut pairen mit Snibuna, weil sie so ein paar Schwächen voneinander ausgleichen. Also Kampfschwäche,
von Snibuna wird von Sneebos ausgeglichen, die Psychoschwäche von Sneebos wird von Snibuna ausgeglichen und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz interessant. Die könnten ein cooles offensives Duo abgeben in der Zukunft. Aber trotzdem, auch wenn man sich Snibuna anschaut und sich denkt, boah, der ist so nice vom Design her und Sneebos vielleicht nicht so sehr. Sneebos ist ein starker. Vor allem hat er auch noch die Signature-Attacke Unheilsclown, eine Gift-Attacke mit einer 60er Base-Stärke. Aber man hat da noch die Chance, den Gegner zu paralysieren, zu vergiften oder den Gegner schläfrig zu machen. Und das ist ziemlich stark. Also damit hat man auf jeden Fall nochmal eine ganz coole Sache. Ich glaube, wenn der noch Krallenwucht zum Beispiel gehabt hätte, das hätte auch gut gepasst. Das wäre richtig broken geworden. So wird er, glaube ich, auch einfach ein gutes Pokémon. Vielleicht nicht unbedingt broken, aber sehr stark. Und ich freue mich, den im Kompetitiven zu nutzen, auch wenn ich das Design nicht so sehr feier wie das von Snibuna. Snibuna hat einfach so ein krasses Design. Snibos. Als nächstes haben wir noch die Weiterentwicklung von Hisui Bidofish und zwar Myriador. Und Myriador ist actually auch ziemlich cool. Ich meine, Unlichtgift ist schon mal eine gute Typenkombination. Hat man ja sowas wie Piondragi. Ist jetzt nicht super krass, aber halt super solide, ne? Und man hat auch ganz gute Werte. Nichts wieder Brokenes, sowohl offensiv als auch defensiv, nichts super krasses. Also der ist jetzt auch da nichts Halbes und nichts Ganzes. Der kann offensiv schon ganz gut reinhauen, aber ist tatsächlich broken. 115 Base Attack halt nur. Aber hat halt Bedroher immer noch, ne, die versteckte Fähigkeit und die ist halt nice. Oder zum Beispiel auch noch die Wassertempo-Fähigkeit, ne, im Regen könnte man den spielen. Und der hat Nassschweif, er hat natürlich keinen Step mehr drauf, aber das ist auch nicht so schlimm, weil im Regen hat man so gesehen dann wieder den Step und da kann man guten Schaden machen, ist schnell unterwegs mit 85 Base Speed, also da kann man schon ein bisschen Stuff mitmachen. Und noch dazu hat Myriador die physische Giftattacke Giftstachelregen und das ist eigentlich ganz cool, weil du hast eine 30%ige Chance den Gegner zu vergiften und wenn der Gegner ein Statusproblem hat, dann wird die Attacke doppelt so stark. Das heißt, du kannst den Gegner vergiften, plus hast so gesehen eine eingebaute Bürde, die schon von Natur aus stärker ist. Also, ja, das nimmt man doch mal mit, wenn das so später im Spiel verfügbar sein wird, weil viele dieser Attacken haben diese Doppeleffekte und es hat die Frage, ob diese Doppeleffekte so übernommen werden in den kommenden Spielen. Wäre natürlich schön, könnte aber sein, dass es nicht so ist und dass es nur einen dieser Effekte bekommt. Aber ich könnte mir zumindest diesen Bürde-Effekt sehr, sehr gut vorstellen, weil ich meine, du kannst das ja auch mit Giftspitzen pairen und dann hast du Giftspitzen plus diesen Giftstachelregen und das könnte, glaube ich, relativ stark werden. Aber dennoch muss man sagen, dass Myriador jetzt nicht so das krasse Pokémon schlechthin ist. Dann haben wir aber ein Pokémon, was wahrscheinlich ganz gut sein wird, aber das Design, reden wir nicht drüber. Kupidos ist auf jeden Fall ein Pokémon, faktisch gesehen. Und zwar haben wir dieses Feenflug-Pokémon, eine neue Tiergeist- bzw. Inkarnationsform. Und Kupidos ist zwar vom Design her nicht so cool, aber die Typenkombination ist erstmal sehr nice, muss man sagen. Und die Inkarnationsform ist richtig stark. 135 Spezialangriff-Space, das ist hui. 106 Initiative, auch super solide. Wir haben okay Defensivwerte, 115 in der Base Attack. Also von den Werten kann man natürlich nicht viel dagegen sagen, klar. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass die Inkarnationsformen meistens auch eine Fähigkeit hatten, die das Pokémon sehr krass unterstützt hat. Zum Beispiel Ruhe Gewalt bei Demeteros war einfach super krass. Und jetzt haben wir dieses Kupidos und es hat Umkehrung. Und das ist eigentlich super krass, aber welche Attacke kann es mit Umkehrung einsetzen? Es kann Gedankengut aktuell lernen bei Legenden Arceus, das war's und es ist ja blöd, weil du kannst deine Statuswerte ja umkehren, aber du erhöhst deinen Spezialangriff und deine Spezialverteidigung auf plus 1, um sie dann wieder umzukehren, das ist blöd. Und sonst hat es halt keine Setup-Attacken oder keine Angriffe, sage ich mal, die den Wert droppen. Und dafür dann durch die Umkehrung es eigentlich erhöht wird. Also ja, mal schauen, ob der irgendwie noch was bekommt. Wenn er was bekommt, cool, aber ich kann es mir auch aktuell nicht vorstellen. Weil er wird nicht sowas wie Blättersturm oder Draco Meteor bekommen oder so. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Und das sind eben diese Attacken, die natürlich von Umkehrung profitieren würden. Weil die Signature-Attacke Frühlingsorkan tatsächlich auch ein bisschen blöd dann für diese Form ist. Das ist nämlich eine 95 Base spezielle Feenattacke. 80%ige Genauigkeit, also jetzt nicht so krass, also eigentlich schlechter als Mondgewalt. Aber in der Inkarnationsform hat es eine 30% Chance, die Offensiv- und Defensivkraft des Anwenders zu erhöhen. Also
Spezialangriff und Spezialverteidigung vielleicht auf plus 1, je nachdem, wie es dann geregelt wird. Und das wäre krass. Auf jeden Fall wäre das krass. Da würde man aber keine Umkehrung mehr spielen. Weil dann packt man die Fähigkeit Heilherz drauf, die einem aber gar nichts in Einzelkämpfen bringt, sondern eine Doppelkampffähigkeit ist. Also so gesehen hat man dann einfach keine Fähigkeit auf diesem Pokémon, was ein bisschen schade ist. Aber dafür gibt es ja auch noch die Tiergeistform. Die Tiergeistform sieht ein bisschen besser aus, muss man sagen. Hat weiterhin einen krassen Spezialangriff. Sehr, sehr viel Bulk dazu bekommen. Dafür aber auch sehr viel Init gelassen. Und somit ist es ein solides Pokémon. Ob es jetzt super krass sein wird, ist halt die Frage, ne, wie gut ist Feeflug defensiv. Ich meine, eine vierfache Kampfresistenz ist ganz nice, klar, aber Tarnscheinschwäche wird nervig und so weiter und so fort. Und es ist halt auch die Frage, ob der eine Heilungsattacke haben wird. Also mal gucken. Aber was cool ist, ist, dass die Signature-Attacke Frühlingsorkan die Defensivkraft des Gegners um 30% verringert. Also die defensiven Werte. Und das ist wiederum ganz nice in der Tiergeistform. Und da haben wir auch eine solide Fähigkeit mit Partikelschutz, die immerhin vielleicht mal zum Tragen kommt, weil man halt keinen Sandsturmschaden oder so bekommt. Also ja, ist ganz praktisch, aber auch nicht super krass. Also die Fähigkeiten irgendwie auf diesem Pokémon ein bisschen weird verteilt, je nachdem wie noch der Movepool wird. Ihr könnt ja gerne mitspekulieren, was Kubidos für Attacken noch bekommen könnte, weil ich sehe aktuell keine Attacke, die den Spezialangriffswert zum Beispiel droppen wird, die irgendwie zu Kubidos passt. Die dann aber durch Umkehrungen ja natürlich dann den Boost gibt. Das wäre optimal und würde dieses Pokémon sehr krass machen, aber das sehe ich halt aktuell leider noch nicht. Trotzdem kann man sagen, es wird einige krasse Pokémon geben. Ich freue mich vor allem auf Axantor, auf Sneebos tatsächlich auch irgendwie. Und ich freue mich auch drauf, Kubidos Movepool zu sehen, weil der könnte schon wild werden. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Pokémon ihr am meisten feiert und welche ihr vielleicht nicht so sehr feiert und was eure Spekulationen sind, wie diese sich ins kompetitive Meta eingliedern werden. Wenn es soweit ist, das kann halt leider noch ein bisschen dauern. Werden wir sehen. Das war's dann von mir. Bis dann und ciao.